Highlight der Silbermedaille in Pyongyang unserer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft folgt heute das absolute Highlight des Amateur-Eishockeys mit den LA Icebreakers bei uns hier in Landshut. Und ich möchte an der Stelle ein riesengroßes Lob sagen an alle, die in der Vorbereitung mitgeholfen haben. Ein ganz besonderes Dankeschön an alle Zuschauer, an alle Fans, die heute gekommen sind. Ein ganz besonderes Dankeschön an diejenigen, die mithelfen heute. Viele fleißige Hände, die zum Gelingen beitragen. Und ein ganz besonders großes Dankeschön an das Team Deutschland und an unsere LA Icebreakers, die zum vierten Mal unter dem Motto gemeinsam Gutes tun für die Menschen in unserer Region, denen es das Schicksal nicht so gut meint, die eine schwere Krankheit, ein schweres Schicksal haben und ihnen mit dieser großartigen finanziellen Hilfe, die aus diesem Spieler wieder hervorgeht, sehr, sehr gut geholfen werden kann. Vielen Dank an alle Sponsoren, vielen Dank an alle Fans, die heute gekommen sind und ganz besonders Dankeschön an die LA Icebreakers, lieber Sven Bastian, ihr seid ein super Team und wir freuen uns jetzt auf ein tolles Spiel, auf ein tolles Rahmenprogramm. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Viele mehr abgesprochen, wir haben versprochen, dieses Mal immer Vollgas und jetzt sage ich feuerfrei nochmal für die Polnischen, ihr dürft die Ehrengäste begleiten, wenn sie nach draußen gehen. Und dann folgt hier gleich, wenn der Teppich weg ist, eine Eisrevue des Eislaufvereins Landshut. Wir haben auch eine Eiskunstlaufabteilung und die...
gezittert an dem scheiß Fernseher und dann diese 55 Sekunden. Scheißegal, es war trotzdem der absolute Wahnsinn, oder? Wie siehst du es jetzt mit fast einer Woche Abstand? Ja, also die Stimme ist wieder zurück, das ist das Wichtigste und wir waren so nah dran und ist zwar bitter, aber wir sind die Sieger der Herzen und haben Silber gewonnen und die Truppe ist mega, mega geil. Und bin erwartet, nicht allzu viel Eishockey können, dafür sind die Profis da. Morgen geht's hier wieder weiter in der Oberliga Süd. Fieber haben und was die Jungs da aufs Eis gebracht haben, das war ja, mehr als affengeil. Also, affengeil ist das, was wir hier sehen auf dem Eis natürlich auch. Vor allem, wenn wir jetzt hier den Markus Welz sehen, der kann es einfach immer noch gepaart von der Steffi Mader, die quasi gegen die LA Icebreakers spielt als Landshuterin. Schauen wir mal, ob sie da morgen noch ins Stadion darf. Wenn sie uns hier zu viele Tore einschenkt, muss sie sich gut überlegen. Ja, wir werden sehen. Ich glaube, das Level hier ist schon fast auf BWM-Niveau, oder was würdest du sagen? Ja, BWM ist gut. ich habe jetzt gar nicht so viel erwartet, ehrlich gesagt, bei dem Spiel, aber wir haben ja schon ein Tor. Ich bin ziemlich happy. Definitiv haben wir schon ein Tor und das ist auch ganz wichtig. Ja, die Icebreakers hinten. Jetzt den Ausgleich schaffen mit prominenter Verstärkung. Sie sehen Torpedo Tupal auf dem Eis mit Alex Weißel für die LA Icebreakers. Prominente Unterstützung. Oh, eine riesen Chance. Schauen wir mal, der Ausgleich sollte doch auf jeden Fall gelingen mit dieser Unterstützung.
Bulli wurde Ihnen präsentiert vom Fanclub Hallerdau, Eval Fanclub Hallerdau. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung hier und die Präsentation des Bullis. Wir haben noch eine weitere Werbepartner, und zwar der Heiratsantrag vorher wurde Ihnen präsentiert. Und jetzt kommt's von der Rechtsanwaltskanzlei Weiß und Grunert, Ihrem Rechtsanwalt in Landshut. Wir wünschen euch alles Gute für die gemeinsame Zukunft. Viel Spaß hier noch bei uns heute im Stadion. Präsentation des Bullis. Wir haben noch eine weitere Werbepartner, und zwar das hier noch bei uns heute im Stadion. Es gibt nachher eine Aftershow-Party. Schütze, die 34, Markus Eberl. Und das Tor wurde Ihnen ebenfalls präsentiert vom Flughafen München, Ihrem 5-Sterne-Airport hier bei uns direkt ums Eck. So, meine Damen und Herren, es laufen die letzten beiden Spielminuten ab. Jetzt, und jetzt gibt es keinen Sitzplatz mehr. Auf geht's, aufstehen, klatschen. Die letzten beiden Spielminuten hier im Eisstadion am Gutenbergweg. Und es steht 6:6. Das Spiel auf Messerschneide, Sebastian Bauer! Da ist das Team! Wir sagen der Countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meine Damen und Herren, Sie sind dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Die LR Icebreakers gewinnen zum allerersten Mal das Benefizspiel gegen Team Deutschland im Stand 7:6. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Also diese irregulären Bedingungen. Protagonisten des heutigen Abends. Einen riesen Applaus.